So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben so ein klitzekleines Problem. Das habe ich in der Pause analysiert. Ich habe mal ein bisschen gewartet. Wir haben erst Minus gemacht, jetzt sind wir gerade bei plus 38.000. Und dann gucke ich mir das so an und gehe hier in die Wirtschaft, gehe auf Ressourcen, gehe hier auf Stoffe, gehe auf alle Zeiten und sehe, bam, der Stoff kostet uns aktuell 636 von anfänglich mal 500. Das heißt 140, 150 mehr im Schnitt pro Tonne. Das ist halt echt viel. Und ja, da müssen wir was tun. Unbedingt. Also müssen wir jetzt planen, Stoffindustrie und dann die entsprechenden anderen Industrien. Das Problem ist, wir haben nicht genug Geld, um die zu bauen. Dann wären wir pleite. Andererseits könnten wir uns so autark machen von dem Weltmarkt, nicht? Dann würden wir nur noch, na obwohl, dann würden wir Kleidung exportieren und Kleidung würde dann billiger werden irgendwann, weil wir es exportieren. Wir könnten anfangen, mehr Öl rauszuhauen. Und ich habe hier eine Tankstelle natürlich gebaut, weil die Dinger ja auch tanken müssen. Die fahren jetzt immer hier hinten zum Tanken. Das ist natürlich ungünstig. Ich würde sauren Apfel nochmal reinbeißen. Und ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall 1, 2, 3 Tanks, die nochmal verkaufen. Und dann brauchen wir einen, der hinten die Tankstelle beliefert. Dann würde ich sagen, nehmen wir den 10.000er hier. Den mag ich eigentlich sehr. Wird bis 1990 auch produziert. Und ich habe an vielen Stellen die Straßen hochgepäppelt. Da könnten wir auch nochmal weitermachen. Ich habe leider an einigen Stellen nicht so aufgepasst und anstatt Kiesstraßen schon die entsprechenden anderen Straßen erwischt. Ja, das müssen wir dann mal bei Gelegenheit beheben. Aber ja. Nach und nach können wir es ja besser machen, nicht wahr? Ja, das können wir auch bauen. Müssen die so rumfahren. Ich meine, Plattenstraßen sind eh die Zukunft, wenn man so möchte. Also so oder so wird es irgendwann alles auf Plattenstraßen hinauslaufen, aber aktuell nicht. Dann haben wir einen kleinen Bug mit der Feuerwehr. Die setzt sich jedes Mal wieder zurück auf 40 Leute, die da reingehen. Weiß nicht wieso, aber es sind mir halt echt zu viele, die da drin rumjuckeln. Im Krankenhaus habe ich mal ein paar mehr Arbeiter reingemacht, weil die Gesundheit sank doch sehr stark und jetzt geht sie nach oben. Das ist schon mal gut. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Trick 17 gemacht. Wir haben hier einen kleinen Bus. Der holt jetzt die gebildeten Arbeitskräfte, die hier anlanden, raus und bringt sie in die Uni, sodass wir die Leute unterrichten. Wir haben schon 149 Arbeiter mit Universitätsabschluss. Und wenn wir uns mal die Liste angucken, sehen wir eine Tendenz nach oben. Die ist sehr gut. Also unsere Einkäufe, die teuren, um das auszugleichen, könnte sein, dass wir gerade noch die Kurve kriegen mit denen, die wir haben, wenn die nicht so alt sind. Die leben halt so 3 bis 4 Jahre. Von daher bin ich mal gespannt. Aber es klappt auf jeden Fall. Ich habe das jetzt so umgestellt, nicht? Alle Busse liefern die Arbeitskräfte hier hin, egal welche. Und alle holen ja nur nicht gebildete Arbeitskräfte raus. Und der kleine Bus holt aber die gebildeten Arbeitskräfte raus. Zack. Auch wenn es nur einer ist, nicht, und bringt sie halt immer wieder dann zur Uni im Ausgleich. Und dann können, manchmal sind hier 3 drin, manchmal einer. Und dann können wir die Studenten langsam hochbringen. Der ist 161, also auch irgendwann bald in der Nähe des Fertigwerdens. Dann bin ich mal gespannt, ob das schon reicht. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, nicht? Campus noch sehr roh. Wir haben hier Bäume und Büsche gepflanzt. Wird so langsam, die wachsen. Dann sieht das auch ein bisschen, ja, nicht natürlicher, aber ein bisschen grüner aus, zumindest auch in der Stadt. Auch ein wichtiger Faktor.
Aber wir müssen die Sachen ja nicht bauen, aber wir können sie ja schon mal vorplanen, nicht? So wie hier. Und jetzt müssen wir die neuen Sachen erstmal noch einplanen. Das Geld muss sich ja lohnen. Zank, zank, zank. Und das Gute, was wir machen, der kauft hier Treibstoff. Dann entlädt er hier 10% und entlädt hier 90%. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht. Die noch Treibstoff brauchten, oder? Hatten wir hier irgendwie... Du brauchtest noch Treibstoff. Da müssten wir den, der den Treibstoff hier hin liefert, das wollten wir noch machen. Ich glaube, das hatte ich auch gemacht und dann gab es irgendeine Ladesache. Der fährt nämlich da hinten hin, der fährt da hin. Das heißt, nach der 5 müsste er noch dorthin. Und auch ein bisschen was entladen. Zack. 20. Ja, die Werkstatt braucht mehr, das Krankenhaus. Die Feuerwache brauchen nicht so viel. Die kann 10 kriegen. Polizei und die Klinik Klein, die braucht eigentlich auch nur 10. Die Kiesgrube braucht eigentlich auch nur 10, glaube ich. So, machen wir da 20. Ist ja eh egal, nicht? Da wird eh nicht alles voll reingeliefert. Und hier ist eh meistens voll. Okay, das geht aber schnell mit dem Kies hier. Problem ist, wenn ich jetzt das Stück bauen würde, hätten wir ein Problem. Das soll noch zugemacht werden mit Kies. Ja, bei der Straße bin ich mir noch unschlüssig. Und bei der hier eigentlich auch. Das Stück können wir noch machen. Aber die andere müssen wir gucken. Sonst haben wir aber, glaube ich, alle Straßen zumindest mit Kies aufgewertet. Hier hatte ich ja Asphalt drunter gemacht, nicht bei der Polizei, damit das ein bisschen besser aussieht. Fehlt noch irgendwas? Hier, die haben keine ordentlichen Anschlüsse. Das können wir noch bauen. Und hier fehlt der Anschluss. Ja. Aber da wollte ich gucken, ob wir da anders rankommen. Mach mal die Verbindung. Oh. Wer ist das denn? Sind das die Studenten? Okay, kriege ich nur so hin. Machen wir es halt so. Und theoretisch müssten wir da an dem Bahnhof irgendwie in die Straße, aber... Oh ja, die laufen wirklich von alleine hier hin, die ganzen Studenten. Aber klar, wir haben nicht so viele Professoren, um die alle zu unterrichten. Oh, der eine ist gerade Professor geworden. Krass. Okay. Der war nämlich, hatte erst das Symbol von Student und dann war er fertig. Der ist hier auch auf 165. Ah, kein Professor mehr da. Schade. Aber eigentlich müsste ja gleich der Bus kommen, der wieder Professoren hinbringt. Und dann... wo ist der Bus? Und ein Professor ist drin. Egal wie er da reingekommen ist. Wer denn? Da ist er, der Professorbus. Hat aber keine Professoren. Ja, das ist halt ein Problem. Aber einer ist besser als keiner. 150. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hallo normaler Mensch, Bild an, Ton aus. Ich hoffe an der richtigen Stelle Ton aus. Wenn du in Twitch den Ton ausmachst, zählst du nicht als Viewer. Glaube ich zumindest, so, dass es so war. Aber wenn man im Browser macht, dann ja. Ich glaube, als Viewer zählt man dann nur, wenn man es dann im Vordergrund hat oder so. Oh shit, hier habe ich auch schon Plattenstraßen gebaut, das Stück. Naja, gut. Das wird ein Spaß, das nachher alles wieder abzureißen. Das ist ja alles nur pro forma, sage ich mal.
Hatte Bild an und Ton aus für 4 Stunden 42. Bin ich so lange schon online? Kann man mal sehen. Ich wollte eh nicht heute ewig machen, weil es echt warm ist. Das Spiel macht halt doch Spaß, wenn man einmal angefangen hat, nicht wahr? Hab Ton an und Bild aus, wegen langsamem Internet in Österreich. Was? In Österreich? Ich dachte, da ist alles das Land von Honig und Zucker, oder wie sagt man? Hier, da, die Straßen könnten wir mal verbessern, nicht wahr? Ich meine, das ist immerhin unsere Luxusgegend. Luxus. Okay, jetzt sind die meisten Straßen zumindest gebaut. Das ist schon mal ganz gut. Ach komm, und was kostet die Welt? Ich lass dich noch drüber fahren. Ich lass dich noch fahren. So. Dann machen wir aber eine Umgehungsstraße, solange da Bauarbeiten sind. Zack. Soll ja keiner meckern. Und fahren können. So, wieder alles hergestellt. Ah, ein Abrissbüro, ein ordentliches, könnten wir noch bauen. Das fehlt noch. Das haben wir noch nicht. Was wäre... Ach, du holst den Müll ab. Okay, lassen wir ihn noch den Müll abholen. So. Dann können wir die Straße auch abhaken. Und was sagt unser Geld? Letzten Monat 461 plus, wegen dem, obwohl wir die Fahrzeuge gekauft haben. Diesen Monat 50.000 plus. Also jetzt hat sich irgendwas beruhigt. Aber ich habe auch weniger Stoff gesagt einkaufen. Weil ich erstmal das aus dem Lager benutzen wollte. Um den Weltpreis wieder so ein bisschen zu regulieren. Genau, der fällt nämlich direkt runter. Ich glaube, wir waren an so einer kritischen Grenze, wo wir zu viel abgenommen haben. Jetzt geht's direkt runter. Das ist natürlich gut. War gleichzeitig auch schlecht, aber es ist eigentlich auch gut. So, 6% arbeitslos ist auch okay. Damit können wir auch weiterleben. Oh ja, ich klebe richtig an meinem Stuhl. Ich hoffe, wenn ihr das seht, ist Winter und es geht euch allen gut. Aber aktuell ist hier... recht unangenehm, wobei es langsam gefühlt kälter wird, ne? Ich glaube, draußen ist generell kühler. Kann euch mal meine Temperatur im Raum sagen. 27 Grad, okay. Eigentlich ist es nur wärmer geworden. 70% Luftfeuchtigkeit, eieiei. Das Fenster vorhin hat nicht viel gebracht. Ne, nicht Fenster, die Tür aufmachen hat nicht viel gebracht. Oh, es wurde sogar kühler den ganzen Tag, bis ich den Rechner angemacht habe. Ha. Also der Rechner ballert halt den kleinen Raum echt mit Temperatur zu. Aber draußen scheint auch nicht mehr die Sonne, glaube ich. Auf die Hauswand und das hilft enorm. Also es fühlt sich gerade nicht wie 27 Grad an, das ist gut. Was hast du für ein Problem? Wo kannst du nicht hin? Zu der Tankstelle da, oder was? Wo willst du denn hinfahren? Ach so, ach da willst du hin. Ja, da kannst du jetzt nicht hin. Das ist wahr.
So, renaturieren ein bisschen wieder, ihr kennt's. Ich finde, das ist auch ein bisschen zu viel Sand, so zwischen den Dingern. So ein bisschen am Rand, so einen Meter oder so, würde ich ja sogar verstehen. Weil hier sind es ja wirklich 10, 20 Meter teilweise. Irgendwelche Kies-Sandflächen, die entstehen nach Bauarbeiten. Gibt es da sicher einen Mod für, der das auch verringern würde. Das Stück wenig. Die anderen haben wir hinbekommen hier. War das da? Ah, jetzt haben wir es. Was bringst du? Nix bringst du. Wir haben inzwischen 153 Professoren. Also es geht auf jeden Fall nach oben. Oh, die Müllabfuhr kann hier nicht hin. Und der Krankenwagen kann hier nicht hin. Kannst du erstmal zum Zollhaus fahren? Sorry. Stau, ja, habe ich gemerkt. So, die Tankstelle hat jetzt auch Treibstoff. Sehr schön. Die Feuerwehr auch. Hier werden auch teilweise Feuerwehrleute hingebracht. Ist also auch alles okay, theoretisch. Und wir exportieren für 70.000 im letzten Monat. Wir gucken mal in die Statistik. Letzter Monat. Kleidung für 118.000, Öl für 17.000. Das ist gut und importiert. Stoff nur noch für 29.000, Treibstoff für 19.000. Ja. Aber wir müssen uns unbedingt unabhängig von den Sachen machen. Ich würde aber erstmal bis 1,5 Millionen das Geld sammeln. Weil sonst gehen wir direkt pleite. Vielleicht wieder. So, die Straße... Müssen wir auch gucken, dass wir die nicht überlasten. Hier ist ja an sich noch eine, die einzeln angebunden ist, die wir nicht weiter verwenden. Die würde ich jetzt für die andere Industrie nutzen wollen. Und genau hier abgehen. Da hatten wir eigentlich schon mal so ein Dingsy. Vielleicht auf der Höhe hier hinter. An sich soll das ja doppelt sein, nicht wahr? Das ist ja jetzt nur einfach, aber bis hierhin soll es ja theoretisch doppelt gehen. Ah, ich kann da gar nicht doppelt gehen, weil ich da Wasser und Abwasser habe auf den Seiten. Ja, sehr schlecht. Und hier ist auch Wasser und Abwasser auf der Seite. Okay, da hat jemand nicht gut mit geplant, würde ich sagen. Okay, ich glaube, die Dinger brauchen wir nicht mehr. Wir bauen hier eh nichts mehr hin. Das waren ja nur Platzhalterstraßen. Oh, aber ich sehe, die Platzhalterstraßen waren für was ganz Wichtiges. Aber die kriegen wir doch da sicher angebunden, die Sachen. Ich meine, ist ja eh nur, falls sie brennen sollten, müsste die Feuerwehr daran. Das kriegen wir doch nochmal anders hin, oder? Kriegen wir anders hin. So, so. Und den... Ah.
Entweder oder, entweder oder, entweder oder. Machen wir es so. Ja, das ist blöd. Das habe ich mir selber verbaut. Nicht dran gedacht. Okay, dann machen wir die ab hier zweispurig. Dass wir hier rausgehen und dann... Ah, da komme ich nicht ran. Können wir da so doppelt? Ja, so. So vielleicht. Ja. Parallelmodus. Und dann fängt die hier an. Ja, das war auch okay. Und die würde ich genauso reinzirkeln in diese Industrie. Die ich hier irgendwo hinbauen möchte. So. Also bis dahin ist fix und dann können wir mal gucken, wie wir die andere bauen. Weil der Stoff muss da drüben hin. Was wir theoretisch machen müssen, ist die Straßenladestation nochmal umbauen, damit da Stoff rüber transportiert werden kann. Aktuell wäre das ein bisschen dumm, weil... Ja, aktuell ist es sogar dumm. Nicht nur wäre, ist es. Da können wir... Ich gehe mal daran. Nee, wartet. Wir müssen das ein bisschen so machen. Vielleicht sogar gerade... So, damit wir daneben die andere Straßenladestation bauen können. Da wir brauchen ja eine Zweier nur. Die können wir auch beibehalten. Ja, ich glaube, wir müssen die erst abreißen, damit wir hier ran können. Das heißt, wir hätten eine Weile keinen Stoffexport. Das wäre doof. Und wir haben noch gar keine richtige Abrissstation. Auch doof. Weil das dauert dann auch, aber die Fahrzeuge würden zu viel kosten. 100.000. Das würde ich auch ungern machen. Öl ist genug da. Also theoretisch könnten wir den Ölexport erhöhen. Aber derzeit sieht es gut aus. Letzten Monat 70.000, diesen schon 50.000. Gut, aber das kommt ja am Ende, nicht? Also wir können hier vorsehen, dass wir, ich glaube, da brauchen wir die erstmal unsere Gabelstapler, die dann hier das Zeug anliefern. Oder wir lassen das und machen es gleich mit Schienen, aber, oh Scheiße, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Das ist, wenn man nicht alles sich vorplant. Hier sollten die Schienen lang gehen. Tja, und ich habe mir mein Straßendepot dahin gebaut, weil ich dachte, oh, das ist ja gut. Ja, nur nicht so gut, wenn da eine Schiene langlaufen soll. Kacke. Ja, vom Winkel her kriegen wir es auch nicht hier dran rum. Ich meine, grundsätzlich kommen die Schienen von hier. Irgendwann. Da würden wir halt vorbeikommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir kommen hier nicht mehr rüber. Weil das zu eng ist. Vorher hätte ich halt oben ein Stück runtergehen können, nicht wahr? Okay, also das Ding im Zweifel nochmal umbauen. Aber da, ja, jetzt erstmal reicht's. Und ich sehe hier trotzdem die Gabelstapler vor, weil ich denke, am Anfang werden wir das mit den Gabelstaplern machen müssen. So. Dass da ein bisschen Stoff da reinkommt.
eventuell wollen wir den Stoff auch hier lagern. So zwei Dinge. Macht das Sinn? Weil brauchen wir den Stoff für was anderes? Eigentlich nicht, nicht? Das könnte das Stofflager werden einfach. 455 Tonnen. Und dann von da auch exportieren. Sehe ich eigentlich kein Problem. Frage ist, reichen die 8 Dinger? Oder planen wir hiermit mit bis zu 16? Ich würde sagen, wir planen mit bis zu 16. Wobei, so viel Stoff wird nicht produziert. Egal, ist ja nur eine Planung. Ob wir die so lassen, später so krumm und schief, wie das jetzt steht, sowieso nicht. Steht noch nicht mal parallel, oder? Doch. Sieht aus, als ob die so ein bisschen auseinanderlaufen. Okay, dann brauchen wir zweimal Kleidung, Stofffabriken. Eigentlich drei, glaube ich. Von hier können wir Busse ranliefern lassen. Die werden sogar versorgt an den Stellen. Das ist nicht schlecht. Aber die bessere Frage ist, wie kriegen wir das Zeug dann da raus, ne? Wenn die beiden da sind. Aber das Lager da ist doof an der Stelle, so wie es ist. Es müsste gedreht sein, sodass wir mehr Eingänge in die Richtung haben. Wenn wir die beiden verknüpfen wollen, was schon sehr viel Sinn machen würde. Was gibt es denn noch für Lager? Also das hier hat 455 Tonnen, das ist Minimum. Das hätte 490. Das hätte aber drei Eingänge. Man könnte natürlich auch ein Zwischenlager machen. Wäre auch eine Option. Was habe ich hier? Big Warehouse without Railway. Okay. Könnte 840. Ist auch nicht schlecht. Das könnte nur 70. Ach, das ist das ganz Kleine. Ne. Ach, das ist ein Lagerhaus, das Ding. Warehouse. Ah, ich dachte, das ist ein Einkaufszentrum. 1820 Tonnen Stoff. Okay, nee, das ist zu viel. Big Warehouse. Ja, okay, aber das ist ja das Normale dann. Und die anderen haben keinen Schienenanschluss, ne? Die hier. Das heißt, man bräuchte hier einen separaten... Gut, man könnte das wirklich ersetzen mit dem hier und dann hier separat Schienenanschluss halt hinmachen. Da hätte man... Ja, ich kann es ja jetzt hier nicht platzieren, leider. So, dann hätte man da nämlich vier Anschlüsse. Wir brauchen ja nicht das ganz lange. Das würde ja schon reichen dann da. Das hätte drei Ein- und Ausgänge. Das heißt, ein so. Für die eine Fabrik für den Ausgang. Oder wir machen einen für alle drei. Das dürfte nicht reichen. Aber wir könnten die beiden einfach hier hinsetzen. Und dann kommt der nicht zur Fabrik.
versuche das mal. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht dann. Der steht doch nicht gerade. Mein Gott. Letzte Chance zum Kauf, das ist uns egal. 725.000, letzten Monat 94.000 eingenommen. Das sind die Zahlen, die ich sehen will. Da haben wir die Autos, die wir gekauft haben, schon wieder raus. Das ist gut. So, dann würden die den Stoff da reinliefern. Das müssen wir dann nur ein Stück nach oben bringen, nicht? Aber gut, ich kann das ganze Layout ja kopieren, an eine andere Stelle setzen, das hier löschen und zurückkopieren an die richtige Stelle, wenn die anderen Sachen abgerissen sind. Das geht ja. Geht ja sogar mit Straße. Dann brauchen wir die Verteiler. Und da muss ich wissen, wie die Fabriken aufgebaut sind. Also Stoff. Stofffabrik. Das Problem sind halt auch die Straßen. Wir hatten keinen Anschluss nach vorne, nämlich. Eigentlich können wir die nur so stellen. Und die müssen wir gespiegelt stellen. Wegen den Laufwegen am besten. So. Dann bräuchten wir hier einen Weg. Da gehen die ran. Da geht ihr ran. Und da gehst du ran. So. Jetzt haben wir die Wege. Jetzt haben wir aber nicht mehr die Anschlüsse für die Dinger. Das heißt, das müssen wir hier vorsehen. Du musst einmal hier drüben ran. Wir sehen das viel zu eng. Weil jetzt kann ich die Vierer gar nicht setzen. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich hätte gedacht, das reicht. Wir müssen viel weiter nach hinten, alles klar. Aber ich hätte gern einfach so einen Verschiebemodus. Das wäre das Nonplusultra. Okay, also der mittig. Und dann brauchen wir die Übergänge. Und da gibt es einen guten und einen schlechten. Denn es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß gar nicht, welcher der gute war. Ich glaube der. So, dann sehen wir zumindest da die Vorgänge, die Übergänge vor. Jetzt brauchen wir die Kreuzungsdinger. Einmal nach da, einmal nach da. Und einmal nach dort. Der ist nicht gerade. Und sowas meine ich. Das Ding jetzt einfach einen Millimeter hochschieben, wäre so viel einfacher. Ich glaube, das ist auch gar nicht gerade zueinander. Der war eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Warum habe ich jetzt das Ding? Das bräuchte ich ja eigentlich gar nicht. Dann können die doch wieder dichter ranrutschen. Ah nee, das sind die Straßenübergänge. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hey, das sind die Verteiler, aber warum? Nee, dazwischen kommt ja eine Straße. Das Ding steht ein bisschen zu hoch, das muss tiefer.
Besser. Ist auch ein bisschen zu hoch. Auch besser. Und dann brauchen wir hier noch eine Bushaltestelle. Bushaltestelle. Da. Und da reicht der Tiny Bus Stop wieder. Der oder der? Ich glaube, hier ist gut. Achso, da kommt nur eine Straße raus. Nee, dann lieber hier, glaube ich. Wenn ich dann hier rankomme. Ja, es ist zu eng. Ich glaube, wenn ich den hier hin mache, dann kommen die da hinten nämlich nicht ran. Das hatten wir schon mal das Problem. Da brauchte man einen anderen Übergang mit Fußgängerweg. Ich weiß nicht, ob das immer noch notwendig ist nach dem Update. Ja, das passt hinten und vorne nicht. Von den Abständen. Ja, komm, ran da so. Und dann muss der hier aber mal weg. Und ich habe hier einen mit Forklift Pedestrian Crossing. Ja, okay. Kann die nur so rumsetzen. Die kann man jetzt irgendwo, genau, nämlich den Fußweg drumrum machen. Da kommt er nicht ran. Ah, das wieder Richtung, nicht? Wer zuerst kommt? Nee, diesmal geht's nicht. Zu eng. Gut, wir können das ja ändern, indem wir das ein bisschen ändern. Vielleicht kriegen wir es dann ran. Okay, es ist zu eng dran. Tiny Bus Stop. Versuch Nummer 2. Jetzt geht er ran. Geht er. Passt. Der geht ran. Sehr schön. Das hier ist wieder hässlich. Warum man das da so komisch gemacht hat? Keine Ahnung. Da hätten wir Fußgängerwege. Was stört ihn da? Ist da wieder auch so eine Verbindung? Anscheinend war da was. Ich habe irgendwelchen falschen Winkel, glaube ich, ausgewählt. Manchmal macht der so ganz komische Dinge. Und vielleicht hilft hier noch so einer, dass der Weg kürzer ist. Ich glaube, den hier finde ich eh schöner. Ich weiß nur nicht, welcher kürzer ist. Das würde reichen. 148 Meter nach da, nach dort. Mülleimer bräuchten wir hier auf jeden Fall. So, gehen da natürlich nicht hin, weil ich überall Sachen gebaut habe. Ja, der Müll reicht nicht bis da nach hinten. Wäre halt cool, wenn ich den Müll hier anschließen hätte können. Kann höchstens so einen kleinen nehmen. Der würde hier hingehen, aber da passt nur der eine ran.
Weil das Ding, das trennt. So oder so. Oder wir machen das nochmal nach hinten. Für die Müllabfuhr oder so. Weil da muss ja auch ein Anschluss ran. Also es hilft vorne und hinten nicht. Und hier hinten wird es jetzt spannend. Weil an sich müssten wir... ...2000 Pflanzen... ...hier ja auch so ein Anschlussding machen. Aber dann brauchen wir auch die Felder dafür. So, und die Felder kommen nach hier. Jetzt ist die Frage, wie binden wir die hier hinten an? Aber da würde ich gerne, wenn uns das Geld reicht, weil es kostet echt viel Stahl, das 8000er Ding hinsetzen. Wir könnten das natürlich hier hinpacken. Jetzt mal reingesponnen. Und dann vielleicht noch jeweils für erhöhte Kapazität noch so ein extra hinsetzen. Ich weiß, da muss ich mehr Platz lassen. Und dann brauchen wir auch mehr Übergänge. Aber ich weiß, dass das oft nicht gereicht hat. So, dann wäre die Seite komplett aber belegt für Stoff. Und ich brauche 4 Eingänge auf jeden Fall für... 2 Eingänge für Alkohol und 2 Eingänge für Essen. Eigentlich brauche ich denn noch den noch größeren. Oder wir machen 2. Das wäre eigentlich besser, nicht? Dass wir das diesmal trennen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es nicht getrennt. Und das war ein Problem. Dass wir für den nur einen kleinen bauen. Der von einem Bauernhof oder... Wir gucken mal. Ich weiß halt nicht, wie viele Bauernhöfe ich dafür brauche. Der hier hat einen Schienenanschluss. Kostet uns das mehr? Nur ein bisschen Beton und Asphalt. Falls wir später Schienen anschließen wollen, wäre das cool, wenn wir es hätten. Die Sache ist jetzt die mit oder ohne Gabelstapler. Ich finde eigentlich diesmal ohne Gabelstapler besser, weil wir nicht so viel Treibstoff verbrauchen, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ein Gebäude brennt. Oh oh. Feuerwehr kommt. Ich hoffe, die Feuerwehr kommt. Beeilt euch mal. Vielleicht ist das Gebäude weg. Wo fahrt ihr denn lang? Mann, 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 Mann. Oh. Und der hängt nicht fest. Okay. Sehr gut. Diesmal hat es geklappt. Ich finde richtig cool, dass wenn das Gebäude brennt, die Wohnqualität runtergeht. 4% durch den Brand. Wir sind bei 833.000, 78.000 im letzten Monat plus gemacht. Ich würde sagen, wir könnten noch mehr Öl exportieren. Was gibt die hier nicht mehr lange zu kaufen?
Von daher würde ich da gerne noch ein paar haben wollen von. Jetzt müssen wir warten, bis die fertig werden. Was sagen denn unsere Professoren? 154. Ja, es wird. Jetzt kommen auch schon drei Professoren hier rein. Das ist halt, je mehr Professoren ich habe, desto mehr sind arbeitslos oder arbeitssuchend und desto mehr kommen hier rein. Vier. Und vier können halt 9 Leute unterrichten, nicht? Also es ist dann irgendwann exponentiell, weil mit jedem Professor kommen nicht einer oder zwei dazu, sondern es erhöht sich um x. Also später kann man hier 200, 300 Leute unterrichten. Studentenwohnheim ist noch nicht voll. Und das hier würde ich echt nochmal überdenken, weil die Schienen ja hier lang sollen vielleicht. Okay, die erstmal starten lassen. Wir sind trotz 25.000 Euro Ausgaben für die Autos noch im Plus. Alle Straßen langsam aus Kies, auch sehr gut. Nur noch die hier fehlt, dann machen wir die mal. Habe ich jetzt auch Kies gewählt? Ja, nicht, dass ich wieder irgendwas falsch gewählt habe. Machen wir erst die Seite bis zum Gefängnis und dann die andere. Ja, da ich hier nicht wusste, wie ich den Anschluss mache, aber ganz ehrlich, ach, ist auch egal, das Stück, das spare ich mir später, das Abreißen. Das müssen wir auf jeden Fall bauen für die Feuerwehr. Andererseits bauen wir das eh um, wenn wir das Wasser mal klären. Wir müssen auch langsam gucken wegen Umweltverschmutzung. Könnte auch ein Problem werden. Und hier können wir auch noch Wege verbessern, nicht wahr? Ich meine, das ist jetzt nicht 100% wichtig. Wäre schon irgendwie schön, wenn das nicht ganz heruntergekommen aussieht. Ich meine, die Fabriken sind eh fix. Und die schaffen echt gut was ran. Und eine Ladung ist 0,35 Tonnen sind 1148 wert. Alter, wie viel ist denn eine komplette Ladung Kleidung denn wert? 3,3 Tonnen sind 7.000 wert. 4,5 Tonnen 10.000 fast. Okay, die Tupolev ist verfügbar. Das heißt, eine Kleidungsladung ist fast ein neuer LKW. Was mich hier ein bisschen wehtut, die Bauernhöfe haben halt keinen Export für Schienen für später. Das heißt, da bräuchte man denn ein extra Lager. Aber ich würde sagen, wir bauen das hier in der nächsten Folge weiter und... Oder ich plane das vor und dann gucken wir uns das zusammen an und ich lasse das Geld mal ein bisschen laufen nebenbei. Bis gleich.